Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Und wir gehen jetzt mal in dieses Versteck hinein der merkwürdigen, weiß ich nicht, Söldner oder was auch immer das ist. Nee, Quatsch, Söldner nicht. Das waren irgendwelche illegal handelnden Händler, so war das. Und mit illegalen Dingen, ach, wie gesagt, ihr habt ja die Geschichte mitbekommen von dem, wo wir die Truhe, die Lieferung quasi gerettet haben, als wir gegen die Knolle gekämpft haben. Oh, ist denn hier alles verfault? Sieht so aus, hier war wohl schon lange niemand mehr, oder was? Ah, wenigstens, nein, ist nur eine große Flasche, nicht nehmen. Ich dachte, das wäre so eine große Weinflasche. Denn hier nur Mist drin. Geht's hier weiter? Ich würde sagen, auf den ersten Blick sah es zwar so aus, aber können wir hier hinspringen? Können wir. Also geht's hier vielleicht doch weiter. Nur um auf das Dach drauf zu kommen? Und dann? Wir könnten jetzt auf das Dach, aber das sieht nicht so aus, wenn wir drauf gehen könnten. Ja. Nö. Also Sinn verstehe ich nicht. Maximal, wenn man, weiß ich nicht, wenn man irgendwie kämpfen will, dass man eine höhere Position hat. Komplett sinnlos. Da fällt mir ein, wir haben immer noch keinen Händler getroffen, aber der hat ja irgendwie gesagt, dass wir da unten drin handeln können. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Hoffentlich haben die auch genügend Geld oder, besser gesagt, Dinge, die wir kaufen möchten, damit sie am Ende genügend Geld haben und wir den ganzen Schund, den wir mittlerweile eingesammelt haben, da loswerden. Pfeile. Ich möchte vor allem besondere Pfeile haben. Just a peek. Also, dieses Lager ist bisher super enttäuschend. Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir mal was zum Essen gefunden, das noch nicht verfault war. Das war's. Kartoffeln oder so. So much we don't know, lingering in the furthest reaches of existence. Ah, Millersphäre, aber was bringt die uns? Warum können wir da was machen? Oh,
Nein, nicht mit ihm reden. Ach so, mehr sagt er gar nicht. Ich wollte eigentlich mit Schattenherz reden. Oh, was machen die denn noch hier? Du kommst bitte auch mit, Karlach. Vielen Dank. Let's try this way. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zentarim-Keller. Oder Zentarim, ich glaube Zentarim. Ziemlich dunkel hier drin. Scheint niemanden zu interessieren, wenn wir die Sachen uns hier anschauen, aber ist sowieso alles leer. Nein! Karotte. Halt! Wein, Wein, Wein. Hatten wir dieses Tonikum schon gefunden gehabt? Hirschhatz-Tonikum, ja. Thoroughly pilfered already. Man findet auch ziemlich viele Fackeln, als ob die alle werden würden. An empty box. If I were a cat, this would be a great find. All cleared out. Thoroughly pilfered already. An empty box. If I were a cat, this would be a great find. Oh, ganz viel Wurst. Das lohnt sich dann doch wieder. Birne. Na komm. Käse. Na, endlich mal wieder andere Sachen als nur Alk. Gott, die haben ja hier echt viel gehortet, wie es aussieht, aber auch viel Quatsch. Wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was überall drin ist. Birne. In einer Kiste drei Birnen, auch geil. Ich glaube, vorhin war nur eine Birne sogar drin. Komm, wir legen mal eine Birne in eine Kiste rein. Fünf Knoblauch, fünf Kartoffeln. Wäre lustig gewesen, wenn jetzt hier überall fünf drin gewesen wären von irgendwas. Secrecy always inspires ingenuity. Noch so ein Ding. So many worlds out there. You'd need a thousand lifetimes to see them all. More. Gravierter Schlüssel ist wahrscheinlich derselbe Schlüssel, den wir gerade eben benutzt haben. Verstöße durch Waffenhändler Goratsch. Neun Finger. Ein Bayern-Bericht über die Aktivitäten dieses neuen Schmugglers Enver Gortasch in Sachen verbotener Waffengeschäfte im Xiontar-Tal. Aktivitäten ist allerdings eine herbe Untertreibung. Übernahme wäre passender. Die Ritter des Schilds, die ehemals an der Spitze des Schwarzmarkts standen, und die Zentarim, die außerhalb der Stadt tätig sind, wurden weitestgehend von Gortasch Leuten verdrängt. Verbotene Waffen lagen noch nie im Hauptinteresse der Gilde, aber angesichts seiner klaren Bestrebungen wäre es unklug anzunehmen, dass sich Gortasch damit zufrieden gibt. Wir sollten ihn im Auge behalten. Aufmerksam. Bursa Uktar. Bücherwurm. Lies 100 verschiedene Bücher in einem Durchgang. Nice. Habe schon 100 Bücher gelesen. Auch nicht schlecht. Ah, nie nicht erreichbar. Hm. Ist Karlach größer und kommt ran? Nein. Wird auch nicht so wichtig sein. Defender of the people. Onward. Ever onward.
Geheimtreppe, uiuiui. Come on. Wegpunkt, auch nicht schlecht. Es geht direkt mit leckerem Käse weiter. Und hier ist es auch endlich wieder etwas heller. Oh, es wird gespeichert, aber wir sind ja eigentlich befreundet mit dem, von daher dürfte es wohl nicht zu einem Kampf kommen, es sei denn, wir machen irgendwas Unüberlegtes, aber mal schauen, ist nie auch nicht gut, wir sind ja eigentlich gut, von daher müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier drin vorgehen. Vielleicht wieder erst handeln und dann kämpfen? Mal schauen. Schon wieder sehr... You shall find me. Two steps at a time. Okay. What's next, I wonder? Kalach scheint jetzt schon wieder in dieses Gespräch verwickelt zu werden mit den... mit den Leuten. Es ist halt genauso, wie ich mir gedacht habe. Dieses blöde Update, wie kann man denn... wie kommt man denn auf die Idee, dass das eine gute Idee ist, das nicht optional zu machen? Die müssen doch wissen, dass man logischerweise mit dem Charakter viel sprechen möchte, der das am besten kann und nicht mit dem Hauptcharakter unbedingt. Ja, und Kalach macht jetzt wieder nichts mehr, weil... so much for a warm welcome. ...die irgendwie in dem Gespräch verwickelt ist, das aber gar nicht so ist. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. So blöd, oder? Wie kann man denn das... also ich verstehe das nicht. Was ist denn das für eine dumme Funktion? Ich hoffe nur, dass sich mehr Leute beschweren. Ich werde natürlich keine Beschwerde an die schreiben, aber ich hoffe, dass es andere so sehen wie ich und sich da beschweren und sagen, hey, Freunde, das macht keinen Sinn. Das ist zwar eine schöne Funktion, aber bitte optional, nicht gezwungen. Heimlichkeit, zurück in die Schatten huschen, Waffen weg, ich gehe, wohin ich will, überzeugen, will kein Ärger, nur handeln. Ganz ruhig, euer Wachmann hat mich reingelassen. Euer Kumpan hat mir eine Losung gegeben. Kleine Schlange, große Schlange. Großer Schatten. That just tells me you've met my people. Not why you're here in their stead. Ich habe sie unterwegs gerettet. Sie kommen bald. Then I'll welcome you as a friend. If and when they get here. Until then, I suggest you keep your distance. What? Speichere nochmal. Wo ist die denn? Ach, hier. Ich möchte mit dir reden. Muss ich jetzt echt zurücklaufen und... es ist uns gelungen, das Versteck vorzudringen. Wir sollten herausfinden, wer hier das Sagen hat. Oh, toll. Da bin ich ehrlich und werde damit belohnt, dass ich nicht rein darf. Und wenn ich jetzt doch reingehe, wird es wahrscheinlich als feindlicher Akt wahrgenommen. Das ist natürlich blöd. Soll ich nochmal zurückgehen und die suchen? Ich meine, es dauert zwar etwas, aber jetzt auch nicht ultra lange. Ach, es dauert gar nicht lang, fällt mir gerade ein, weil wir können ja einfach irgendwo hinreisen. Lager, überwucherte Ruinen, Klippen, Umgebung Smaragdhains, die Siegstraße. Ich glaube, das ist am nächsten. Jetzt werden die wahrscheinlich weg sein, so wie ich das kenne. Mal schauen. Wo sind wir jetzt denn eigentlich? Hier, wir müssen hier hoch, okay. Das hier ist die Abkürzung. Also entweder sind die nicht mehr da, oder sie sind noch da und erzählen dasselbe wie vorher. Wir können ihnen nicht sagen, dass sie uns nicht reingelassen haben. Denke ich. Ja, die sind nicht mehr da. Doch, die sind noch da. Oh mein Gott, wie lange brauchen die denn? Ihr habt doch mindestens schon einmal eine lange Rast gehabt, oder? Better start a conversation. Thanks again. We'll head. Wie ich es gesagt habe. Die sagen einfach genau dasselbe wie vorher. Naja, dann können wir jetzt auch wieder schnell hinreisen.
Und glaube, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Making me sweat. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Oh, wir haben das noch nicht gelootet. Ha, da ist sogar viel Käse drin. Wir speichern vorher nochmal, dann gehe ich einfach mal rein und schau, was passiert. Seems I recall telling you not to come back without my people. I don't like repeating myself. Und natürlich ist es wieder sie, die damit redet. Diesmal habe ich sie zwar auch ausgewählt, aber... Ja, ich würde trotzdem gerne versuchen zu gucken, was passiert. Speichern mal. Sharp as ever. One move ahead. Na schon. Da haben wir... Oh, hier ist irgendwo eine Falle. Fingerfertigkeit, Geschicklichkeitswurf. Nice. Da haben wir extra diese Losung. Teil wie wieder, wie von allen die Wahrnehmung. Pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant aspects. Ich will mit niemandem reden. Da ist mit Sicherheit wieder eine Falle, oder? Die wir halt nicht sehen. Heading out. Näherungssprengstoff entschärfen. Dreizehn. Boom. Man hat einen Bonus von 8, damit wir mal die Fallen entschärfen können. Oh, krass, wie viel das sind. Schön, wie alle näher rangehen und ich sie trotzdem entschärfe. Ja, dann bleibt mir bitte alle hier stehen. Das sind so viele, ey. Genau 15. Also wir hätten jetzt mindestens eine Falle gehabt, die wir nicht entschärft hätten, wenn wir nicht den Bonus gehabt hätten. So. Ich habe noch eine Idee. Was ist denn, wenn wir hier eine lange Rast machen? Let's see. Vielleicht kommen dann die anderen gerade in dem Moment. Wie, es ist verschlossen. So, jetzt machen wir hier mal eine lange Rast. Wir haben ja gespeichert. Ich will auch jetzt gar nicht da erst in das Lager rein. Wir machen einfach eine lange Rast. Okay, ich möchte rasten. Let's see. Ah, diesmal wirklich 80. Schön. Ganz viel Alkohol bestimmt wieder. Ah, es gibt noch ein bisschen Käse, ganz viel Knoblauch. Das wird stinken. Zwiebel, Zitrone, angefressene Äpfel. Nice. Und auch diese verdorbene Siruptorte. Aber wie gesagt, es kann sein, dass wir dann eh laden und von dem Punkt weiterspielen, wo wir da nicht durchgegangen sind. Mal schauen. Der Hund möchte mit uns reden.
My faith will guide me. Need to keep going. The dog holds a well-chewed ball in his mouth. All right. It's only fair that you enjoy it too. But if you feel like throwing it, I wouldn't mind that at all. Gegner halt Ball zum Ansehen, I drücken. Okay, werfen wir ihn mal. Hä? Wieso ist denn jetzt einfach verschwunden, dass ich werfen kann? Sag mal. Oh, I have the magic touch. Ey, was ist das denn? Das ist einfach weg! Kratzer kann nicht im Lager beschworen werden. Beschwör den besten jungen Kratzer. Scharfe Nase spürt so manches auf, was in der Welt verborgen ist. Dauerhaft. Stets vorbereitet. Aha. Wo ist denn der Ball? Wieso ist denn jetzt einfach die Funktion werfen weg? Oh, was ist das denn wieder für ein blöder Bug? No time to waste. Gegner halten, kratzt das Ball. Ich hab. Oh ey. Ist das jetzt immer. Ist das jetzt wirklich einfach weg, diese Taste da? Ich habe ja gerade ein 20 GB Update runtergeladen, wo irgendwelche Bugs weggemacht werden sollten. Das war anscheinend keiner davon. Na, wir werden die Folge eh gleich beenden. Ja, es ist wirklich weg. Die Funktion steht einfach nicht mehr hier drin. LOL. I'll take this way. Well, seems you were telling the truth. That's the one who saved me, Zaris. More importantly, that's the one who saved the cargo, Rugen. You did us a good turn. And the Zentarim pay their debts. We've disarmed the traps. Come down. Okay, wir werden beim nächsten Mal laden, bevor wir diese Fallen aktiviert haben. Weil jetzt sowieso diese Taste hier weg ist. Die will ich natürlich wieder haben. Und dann werden wir hier einfach ein Lager aufschlagen und rasten. Und danach ist der Typ wohl da. Und dann können wir da in Ruhe reingehen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.